Moin, moin, der große Rote hier. Und willkommen zum letzten Teil meines Total War Warhammer 3 Immortal Empire Guides zu den Grünhäuten. Keine Sorge, die anderen Völker kommen noch. Aber die Grünhäuten sind wir dann durch. Und zwar gucken wir uns heute den guten Grom der Fettsack an. Boah, Grom der Fettsack ist auch wieder einer der, tja, der Lords, die sich so ein bisschen anders spielen. Er ist nämlich der erste, also der einzige Grünhaut-Lord, der eine eigene Mechanik mit ins Spiel bringt. Und zwar hat Zugang zu Groms Kessel. Gucken wir uns Ingam an, ist aber sehr wichtig für seine Fraktion, für seine Armee, weil er dort sehr viel Stärke und sehr viel Power rausbekommt. Dann diplische Marschbeziehungen des 80 mit Hochelfen. Ja, da wissen wir schon, wer ihn nicht mag und wen er nicht mag. Und globale Rekrutierungsgau minus eine Runde für Goblin-Einheiten. Der gute Herr mag nämlich genau wie Skars nix Goblins. So, Kommandoeffekte. Führerschaft beim Kampf plus 10, Führerschaft plus 10 beim Kampf gegen Elfen für die Armee des Kommandanten. Physische Resistenz plus 10% für Goblin-Einheiten. Unterhalt minus 50% für Streitwagen und Kurbelwagen. Und der War wird halt durch Groms War ersetzt, den wir uns dann in-game angucken. Ja, ihr seht schon, Goblin-Einheiten ist so sein Ding. Und Streitwagen und Kurbelwagen, das heißt eine recht mobile Armee. Kurbelwagen der Schnotterlinge waren diese lustigen Streitwagen, die so Gegner umherschubsen konnten und so. Ne? Armee-Guide, könnt ihr ja nochmal reingucken, da gleich das ein bisschen genauer. Jo, wir starten hier oben, umringt von Bretonen. Ja, wir sind überall Bretonen und Waldelfen, das sind so unsere Hauptgegner am Anfang. Und natürlich hier drüben Ulfum, ne? Elfen mögen uns nicht, wir mögen sie nicht. Dann hopsen wir mal rein und gucken uns den guten Boy mal an. So, da sind wir auch in-game. Ihr seht ja schon, ne? Damit wegen eurer Kampagne Zutaten für Groms Kessel. Kocht wirkungsvolle Rezepte, die euren Stamm stärken. Damit werden wir mal anfangen. Der Rest ist alles gleich. Und zwar besitzen wir ein kleines Bonus-Feature. Das ist das hier oben. Hunger nach Gubu. Ja, Grom hat Hunger. Er muss ein paar Rezepte ausprobieren, um für die Erweiterung eines stattlichen Talier zu sorgen. Hier sehen wir, haben 0 Rezepte zubereitet. Hier unten gibt es einen Bonus, ne? Unten rechts gibt es einen Bonus-Doppel. Kann man draufklicken. Und dann kommen wir hier in den, ja, ins Rezeptefenster. Gibt es auch ein Kochbuch, wo so unsere Rezepte aufgelistet werden, die wir entdeckt haben und noch nicht gedeckt haben. Und hier gibt es halt jede Menge Stuff. So, wie funktioniert dann die ganze Chose? Also, wir haben spezielle Sachen, die wir bekommen haben. Also wir haben zum Beispiel einmal Treufleisch. Quasi ein wir können quasi kochen. Das heißt, wir können hier bis zu 4 Rezepte, bis zu 4 Items reinpacken. Ihr seht, die beiden sind gesperrt. Die werden quasi durch Herausforderungen. Schaltet diese Plätze frei, indem ihr die Herausforderung der Lebensmittelhändlerin annimmt. Das sind quasi so eine Art Questschlachten, Questaufgaben, die wir machen können. Und hier sehen wir quasi, wir können insgesamt 25 Zutaten sammeln in verschiedenen Kategorien. Hier ein Melange aus Flugmaterialien. Hier gibt es ein Pilzleckerei, immer so verschiedene Sachen machen. Wir können ja mal rübergehen. Zum Beispiel, was wir hier haben, Trollfleisch, das seht ihr unten. Passive Fähigkeit, Regeneration für Infanterie der Goblins und Nachtgoblins für alle Armeen. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal Trollfleisch. Sollten wir jetzt noch eine andere Ressource haben, wie zum Beispiel hier Echsenbeine, das gibt uns Rüstung für Kavallerie und Streitwagen der Goblins, sowie für Squickherden aller Armeen und Führerschaft für Kavallerie und Streitwagen der Goblins, sowie für Squickherden aller Armeen. Sollten wir die beiden quasi da jetzt reinschmeißen, können wir hier auf Kochvorgang starten, brauchen dafür Schrott, können quasi auf Kochvorgang starten und schalten dann quasi fraktionsweite Buffs frei. Hier kann man auch noch spezielle Rezepte finden, spezielle Rezepte entdecken, die halt noch mal ein paar Boni-Sachen geben, verstärkte Sachen geben. Boah. Und hier steht auch immer dran, wo wir sie herbekommen. Hier, ne, Bedingung zum Freischalten, Löwenfleisch, gewinnt eine Schlacht gegen eine Armee mit Löwen, Löwenstreitwagen oder Hybriden, Löwenkreaturen. Dann haben wir hier Echsenbeine, müssen wir eine Schlacht gegen eine Armee mit riesigen, dinosaurähnlichen Kreaturen gewinnen. Wildschweinfleisch, rüste einen Charakter mit einem Wildschweinreittier aus. Gubobeine, erhalte eine Trophäe von einem erfolgreichen ausgerufenen War und so weiter und so fort. Das heißt, hier gibt es verschiedene Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Dann bekommen wir quasi ein Rezept. Dann können wir quasi die zusammenmischen, können auf Kochen starten. Dann ist das Rezept, dann ist der Vorgang quasi eine gewisse Anzahl von Runden aktiv. Ist das wieder vorbei, können wir das nächste Rezept kochen und so weiter und so fort. Ja,
Und so geben wir uns quasi fraktionsweite Buffs. Und wir kriegen quasi auch der gute Grom wird halt immer stärker, je mehr Rezepte wir quasi entdeckt und entwickelt haben. Das ist quasi so eine kleine Zusatzmechanik, die darauf jetzt genau einzugehen, würde mal wieder den Rahmen des Videos sprengen. Da könnte man wahrscheinlich locker eine ganze Stunde drüber schwafeln, welche Sachen da gut sind und welche Sachen da nicht gut sind und wo man sie am besten herbekommt und pipapo und dimmeldim. Da wären wir hier wieder bei einer Stunde. Ich würde hier an der Stelle einfach mal sagen, um euch den Spaß und die Vorfreude nicht zu nehmen, probiert selber aus. Experimentiert, probiert aus, sucht, sammelt, tüftelt rum, guckt, ob ihr verschiedene OP-Kombos habt. Ihr könnt es natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon mal ein, zwei Grom-Kampagnen gespielt habt und vielleicht ein, zwei Tipps geben wollt für eure Mitstreiter. Ein paar interessante Rezepte, die ihr vielleicht empfehlen könntet. Ne, hier gibt es auch nochmal, hier seht ihr dann nochmal, was die Bonis-Sachen quasi, ne, hier Hunger nach Gobo. Solltet ihr vier Rezepte zubereitet haben, gehen wir auf hemmungsloser Esser, Trefferpunkte 8%, Heldenkapazität für Goblin Gargboss und es geht halt immer mehr, bis wir halt quasi alle Rezepte zubereitet haben, gibt es dann quasi die Boni, die wir bekommen. Das heißt, je mehr Rezepte wir zubereiten, weil wenn wir Schwelle überschreiten, kriegen wir quasi mehr Boni dazu. Ja, das ist der gute Grom der Fettsack. Grom der Fettsack. Der gute Grom. Wo ist denn sein Dings hier? Hat er gar kein Dings? Ich dachte, er hat ein Dings. Hat er gar keinen Kurbelwagen? Ist denn sein Kurbelwagen? Oh, ich dachte, er hat ein Reittier gehabt. Oh, anscheinend hat er kein Reittier gehabt. Ja, scheint kein Reittier zu haben. Also auch einer, der zu Fuß unterwegs ist. Mir war so, als ob er ein Reittier hätte. Er sitzt doch heute auf einem... Ja, er sitzt standardmäßig auf dem Streitwagen. Vergiss das, was ich gesagt habe. Er sitzt standardmäßig auf dem Streitwagen? Ich wollte doch sagen, der hat doch einen Streitwagen. Also, ne, erstmal hier wieder der War. Der War von Grom den Fettsack ist der ganz normale War, den man starten kann. Plus Bonus, er verleiht allen Einheiten Heilung pro Sekunde. Zwar 0,8 HP pro Sekunde stellen sie wieder her. Das heißt, ihr verpasst quasi 18 Sekunden lang allen euren Einheiten Heilung. Also Regeneration quasi für 18 Sekunden. Er ist ziemlich mächtig, ziemlich stark und zeigt auch schon, in welche Richtung wir gehen wollen. Goblin und Monster sind so unser... Also die Single-Target-Einheiten mit wenigen Models ist so das, was wir haben wollen. Streitwagen, Trolle, Riesen, weil die halt von dieser Heilung pro Sekunde am besten profitieren können. Sie halt hohe Hitpoint-Pools haben. Ja, standardmäßig sind wir auf dem Streitwagen unterwegs. Starten auch mit Regeneration. Ne? Da ist auch die Geschwindigkeit schon her. Ich wollte doch sagen, es wird hier noch nicht angezeigt. Aber ihr seid auf dem Streitwagen unterwegs. Damit her kommen natürlich die Streitwagen Boni und Mali. Das heißt, solltet ihr euch irgendwo festhacken und feststecken, dann kriegt ihr doch ganz gut aufs Maul. Ihr wollt quasi immer in Bewegung bleiben, rein, raus in den Einheiten, am besten durch die Einheiten durchfahren. Ihr müsstet auch eine gute Einheitenmasse haben, die sehe ich hier gar nicht in dem Bild, aber hier müsste ich sie sehen. Ihr habt eine 3900er Einheitenmasse, das heißt, so normale Infanterie hält euch eigentlich nicht auf, da könnt ihr prima durchrudeln, ohne mit der Wimper zu zucken. Bei Kavallerie ist das noch eine andere Sache, da kommt er nicht so einfach durch, aber ja. Ist ein Streitwagenkommandant, der mit Regeneration kommt, von passiv aus. Das heißt, ihr habt auch noch Regeneration, sorgt halt dafür einfach, dass ihr unheimlich tanky werdet. Boah, sonst, ihr seht es hier halt, ne, 40 Angriff, 30 Abwehr, klassisches Streitwagenproblem, weniger Abwehr als Nahkampfangriff. Ihr habt jetzt auch nicht so die krassen Nahkampfwerte wie andere Orks, bringt aber halt 100 Rüstung mit. Ihr seid definitiv ein Nahkämpfer. 323 Damage mit Bonus gegen Infanterie, leider noch kein Armor-Piercing dabei. Aber 90 Punkte Ansturmbonus kompensiert das so ein bisschen. Ihr wollt wirklich so ein bisschen wie Schockkavallerie spielen, ne? Reinkämpfen oder einfach durch die Einheiten durchfahren. Das ist quasi mehr eure Rolle auf dem Schlachtfeld. Ja. Dann gucken wir mal in seine Fähigkeiten rein. Die ersten drei brauchen wir wieder nicht mitnehmen, ne? Der blaue Baum ist genau das gleiche, der untere Baum. Beim roten Baum möchte ich gerne mal noch zwei Sachen empfehlen. Und zwar ändern sich hier die Knotenpunkte. Einmal gibt es hier die Sprache der Jungs als passive Fähigkeit. Die wirkt sich auf alle Verbündeten in Reichweite aus. Ist quasi ein Bereichseffekt, den ihr aktivieren könnt, um euch drumherum. Für 16 Sekunden gibt es 5 Punkte Nahkampfabwehr, 4 Punkte Führerschaft und Immun gegen Psychologie. Wie gesagt, alle Verbündeten in Reichweiten, ist auch gar keine, ich Idiot, kann man nicht aktivieren, sondern aktiviert sich automatisch, wenn ihr euch im Nahkampf befindet, für 16 Sekunden.
Das heißt, solange ihr euch im Nahkampf befindet, wiederholt sich das auch immer wieder. Und dann natürlich von eurem Lord, ne? Dann gibt es hier quasi den später den Ersatz. Das heißt, gibt es hier. Ach nee, ist gar kein Ersatz. Gibt es eine zweite Fähigkeit. Sehr schön. Der Großen ist hier. Ist quasi jetzt ein aktiver Bereich, den ihr wählen könnt. 35 Meter Effektreichweite, 21 Sekunden Dauer, 90 Sekunden Abklingzeit. Trifft auch wieder alle verbündeten Einheiten. Waffengrundschaden, Nahkampfangriff und Führerschaft gehen hoch. 30% Waffengrundschaden plus 24 Nahkampfangriff ist natürlich ein sehr starker Damage-Boost für geknubbelte Einheiten. Natürlich sehr schön. Führerschaft, das kann man auch immer gut gebrauchen, wenn man ein bisschen mehr mit Monstern spielt. Ja. Zwei sehr schöne Buffs, die ich euch auf jeden Fall empfehlen kann mitzunehmen. Die sind sehr schön. Das heißt, bei ihm könnte man auch gut und gerne sagen, man skillt hier so ein bisschen den roten Baum erstmal durch. Bei ihm natürlich kann man auch, wenn man so ein bisschen Streitwagen-Fan ist. Und er baut ja auch so ein bisschen auf diese ganzen Streitwagen, wenn man ihn so ein bisschen mit in ja, so Kolonne mit anderen Streitwagen spielen will, kann man natürlich auch seinen gelben Baum mitnehmen. Ne? Hat ja auch hier die Klassiken wieder Feindesjäger und tödlicher Ansturm, um ihn halt wirklich ein bisschen besser zu machen. Ich meine, ihm fehlt immer noch so ein bisschen der rüstungsdurchbrechende Schaden. Das sollte man dann vielleicht über Equipment und Co. ausgleichen. Ihr müsst auch immer noch dran denken, ne? Es gibt halt hier bei den Groppen, bei den Rezepten auch ein paar richtig geile Sachen dabei, die auch euren Lord buffen. Also da müsst ihr euch mal so ein bisschen durchgucken und durchwursteln. Wie gesagt, ich will euch hier nicht spoilern. Ein paar coole Sachen dabei. Ja, müsst ihr gucken. Sonst kann ich euch natürlich immer gefehlen, ne? Hier die unteren beiden Bäume, hier unten im Baum bis Blitzschlag durch. Sonst hier das, was ihr spielen wollt. Gelber Baum ist auch okay. Aber kommen wir mal dahin, wo wir hinwollen. Und zwar einmal gibt es Führerschaft plus 5 für Goblin-Einheiten, Armee des Kommandanten, Aura-Führerschaftsgröße plus 75%. Spricht also ein bisschen mehr quasi Infanterie-Linien-Support, vor allem die Aura-Führerschaftsgröße und Kombination mit Goblin-Einheiten. Ihr wollt natürlich so ein bisschen Goblin-Einheiten bauen, weil ihr physische Resistenz für Goblin-Einheiten kriegt und so weiter. Goblins sind hier so ein bisschen euer Ding. Dann haben wir kulinarischer Griesgram. Das gibt einfach Wachstum alle Provinzen und Verlustverstärkungsrate. Einfach solider Perk. Es fällt mir kein Argument ein, diesen Perk nicht mitzunehmen. Einfach die Verlustverstärkungsrate und Wachstum nimmt die mit. Es ist geil. Er bufft eure Eco bufft er und er bufft eure Armee mitnehmen. Dann haben wir hier gigantischer Vielfraß. Das verbessert ihn ein bisschen. Gibt nur noch 8 Punkte physische Resistenz und mehr Trefferpunkte. Macht ihn natürlich ein bisschen tankiger und stärker. Dann gibt es hier Streitwagenrennen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr wirklich mit Streitwagen spielen wollt. Das könnt ihr bei ihm sehr gut. Rüstung für Streitwagen und Kurbelwagen. Geschwindigkeit für Streitwagen und Kurbelwagen. Und, jetzt kommt das Gute, perfekte Vitalität für Streitwagen und Kurbelwagen für die Armee des Kommandanten. Ja. Ich habe ja immer mal wieder gesagt, ne, so perfekte Vitalität ist einer der wohl stärksten Perks im ganzen Spiel. Und ich möchte das hier nochmal untermauern. Weil das große Problem bei so Truppen, die sich viel und vor allen Dingen schnell übers Schlachtfeld bewegen, ist halt meistens die Vitalität. Sollte die Vitalität dann Stück für Stück runtergehen, senken halt auch die Kampfwerte. Und perfekte Vitalität sorgt halt einfach dafür, dass ihr immer Fullspeed überall mit 100% Kampfkraft kämpfen könnt. Solltet ihr den Perk mitnehmen, dann nimmt bitte auch wirklich, keine Ahnung, 5, 6 Einheiten, Streitwagen, Kurbelwagen, irgendwas mit in der Armee mit. Also dann kann man wirklich sehr, sehr viel über diese Streit- und Kurbelwagen machen. Es ist wirklich hilarious, wie ihr die Gegner von A nach B schubsen könnt damit. Ja, freudiges Flattern. Nochmal Chance auf magische Gegenstände 15%, Einkommen aus Beut nach der Schlacht 20% und Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen 15%. Einfach nochmal ein schöner Support-Ding würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Multiplayer ist natürlich noch besser, weil die Chance auf magische Gegenstände Multiplayer extrem gering ist. Wenn das noch ein bisschen erhöhen könnte, ist das natürlich sehr schön. So, und sonst mehr Geld kann man immer gebrauchen. Da haben wir noch überrollt sie. Angriff verursacht verunsichert Effekt und verringert die Kampffertigkeiten. Da seht ihr quasi hier, ne, hier drüben, bei dem Nahkampfangriff, geht quasi so ein Symbol hoch. Das ist dieser verunsichert Effekt. Ich kann auch mal gucken, ob das eine andere Einheit auch hat von den Kurbelwagen. Kann ich euch den mal zeigen? Ah, nee, kann ich euch nicht zeigen. Aber er macht halt genau das, was er sagt. Er debufft die Gegner. Das heißt, er wird die gegnerischen Stats reduzieren. Das, was aber noch viel wichtiger, finde ich, ist hier die 50% Ansturmbonus. Ihr seht,
Wenn ich das jetzt ohne irgendwas geskillt zu habe, den aktivieren, den skillen würde, würde ich quasi 50% Angriffsbonus bekommen. Wir wären bei 135% Angriffsbonus. Und das sind langsam Werte. Ihr müsst euch ja vorstellen, der Ansturmbonus wird 1 zu 1 auf den Nahkampfangriff draufgepackt, nachdem ihr irgendwo reingecharged seid für 10 Sekunden. Das heißt, wir hätten hier einen Angriff, einen Nahkampfangriff für 10 Sekunden von 100, was sind das hier, 75. Von 175 Nahkampfangriff. Das heißt, ja, ihr seid eine richtige Burstmaschine, wenn ihr dann quasi mit dem Punkt spielen. Irgendwo ran, 10 Sekunden draufhauen, wieder weg. Irgendwo rein, 10 Sekunden draufhauen, wieder weg. Ihr macht brachialen Schaden. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr euch nicht festhängt, dass ihr euch quasi an irgendwo Infanterie festhängt und dann nicht mehr rauskommt. Weil dann wird es halt ein bisschen kritisch. Durch die geringe Nahkampfabwehr. Aber selbst in den 10 Sekunden, wenn ihr Schaden kriegt, ihr habt Regeneration, die Zeit, wo ihr wegrennt, wieder ranrennt, habt ihr die Hälfte des Schadens schon wieder gegengeheilt. Absolut genial mit dem Effekt. Und ihr debufft den Gegner halt noch. Ja, stutzt sie zurecht, gibt nochmal Bonus gegen große Feinde für Goblin-Einheiten und Nahkampfangriff für Goblin-Einheiten. Nur, er will halt ein bisschen mehr mit Kobos spielen. So. Aber ihr noch Rückkehr, feindliche Führerschaft, minus 7 für Elfen in der lokalen Region. Das heißt, solltet ihr gegen Elfenarmeen kämpfen, verlieren die 7 Punkte Führerschaft auf allen euren Truppen. Das ist natürlich sehr schön. Und unsere Wundenallzeit verringert sich um 2 Punkte. Das heißt, wir kommen schneller wieder zurück. So, dann haben wir noch Tunnelboss, kennen wir schon. Brüller, dubioser Kerl, alle Standardsachen. Dann gibt es ja nochmal Goblinflut, was nochmal Rüstung für Goblin-Einheiten und Nahkampfangriff für Goblin-Einheiten gibt. Und da sehen wir dann schon den grünen Faden, glaube ich, wo wir hinwollen. Das Schöne ist, zeige ich euch das. Hier, Resistenz, ne? Ja. Ja, genau. Gut. Nevermind, vergesst das, ich habe gerade einen Denkfehler gehabt. Joa, das ist quasi der gute Grom der Fettsack. Grom der Fettsack startet mit einer schönen, Riesenflusstrollhexe. Das ist sehr schön. Rein damit. Ja, stimmt. Aufgabenschlachten habe ich noch vergessen. Wir haben zwei Aufgabenschlachten. Erste kommt, nee, die erste sogar nur eine Mission. Für die erste müssen wir nur eine Mission machen, keine Aufgabenschlacht. Das Glücksbanner, was uns nochmal Chance auf magische Gegenstände gibt, 20%. Chance auf Diebstahl eines magischen Gegenstands nach der Schlacht, 10% gibt. Nahkampfabwehr plus 1, welch Glück. Armee des Kommandanten. Ja, okay. 10% Rettungszauber für ihn und Glücksbanner ist quasi ein Buff für ihn selber, was ihm Schadensresistenz und Nahkampfangriff. 40% Schadensresistenz ist natürlich sehr nett. Mit den 10% Base, die er schon hat, ist er bei 50% Schadensresistenz. Jo, easy, geil. 24 Punkte Nahkampfangriff ist immer nett. Also ihr seht schon, ist wirklich ein Hammer- und Anvil-Typ. Reinkämpfen, raus, reinkämpfen, raus. Dann haben wir noch mit Stufe 12, das ist dann eine Aufgabenschlacht. Wachstum, alle Provinzen auf plus 5. Hier gibt es dann noch rüstungsdurchdringenden Schaden und Bonus gegen Infanterie. Das heißt, wir werden einfach noch stärker im Offensiven und wir kriegen Groms Axt. Sollten wir Groms Axt aktivieren, für 29 Sekunden hält der Buff an, kriegen wir zerbrochene Rüstung als Effekt. Das heißt, sollten wir, also wir werden erfüllt damit. Sollten wir einen Gegner quasi im Nahkampf treffen, verringern wir die Rüstung der Gegner um 30 Punkte für 10 Sekunden. Ist natürlich für uns geil. Weniger Rüstung heißt halt mehr Damage für uns. Und wir buffen unseren Waffengrundschaden und rüstungsdurchdringenden Waffenschaden nochmal um 50%. Ihr seht, wo es hingeht. Ist eine, ich habe es zwar am Early gesagt, ist mehr so Support, nicht Support halt, ist so ein bisschen Streitwagen-Style, aber wenn ihr dann quasi die Waffen und das Equipment zusammen habt und auch die Skillpunkte gesetzt habt, könnt ihr ihn wirklich quasi als fahrenden Assassin benutzen. Ihr chargt irgendwo rein, haut drauf und so wie euer Angriffsbuff vom Randcharge quasi weg ist, zieht er wieder zurück, chargt wieder rein, wieder raus und alle 2 Minuten könnt ihr dann hier noch einen Buff aktivieren. Wenn es da mal brenzlig wird oder ihr noch mehr Damage machen wollt, könnt ihr einen Glücksbanner aktivieren. Wenn ihr Damage machen wollt, zieht er die beiden zusammen. Da gibt es nochmal 24 Nahkampfangriff und nochmal Bonus-Damage obendrauf und Debuff beim Gegner. Und ihr seht schon, das deckt sich alles ziemlich gut zusammen. Mit den Sachen natürlich, ihr werdet natürlich auch hier immer mehr Trefferpunkte bekommen. Mehr Trefferpunkte durch das, immer wenn ihr mehr Rezepte entdeckt. Trefferpunkte ist sehr gut bei ihm, weil Regeneration immer nach Base-HP geht. Das heißt, je höher eure Base-HP ist, desto mehr Leben könnt ihr quasi wiederherstellen. Also, ihr seht, wo es hingeht. So, die Themasachen, wo ihr die Rezepte hergekriegt haben, wo ihr die Dinger hergekriegt haben, haben wir euch ja schon gezeigt. Hier.
euch ja schon gezeigt, ne? Ihr müsst die einzelnen Sachen hier erfordern, um die Sachen zu machen und dann Rezepte freischalten. Es gibt auch, ihr habt ja hier hinten Kochbuch. Was ist denn das hier? Groms Kessel. Aha, da siehst du, ihr könnt da sogar noch mal Sachen durchlesen. Ich muss vergessen. Genau, Zutaten werden entdeckt, indem ihr im Laufe der Kampagne diverse Aufgaben abschließt oder sie der Lebensmittlerin abkauft, die von Zeit zu Zeit erscheint. Ja, dann kommt ihr, kommt, ne? Das wollte ich euch nur sagen, was habe ich noch vergessen? Ab und zu, ich weiß leider jetzt nicht die Rundenzahl, kommt quasi eine Lebensmittelhändlerin, das ist ein Event, und innerhalb dieses Events könnt ihr halt Entscheidungen treffen und könnt quasi Zugriff auf spezielle Ressourcen kriegen, ihr könnt quasi Quests kriegen, ihr könnt spezielle Rezepte freischalten, wie gesagt, ne, 1, 2, 3, 4, 5, das sind hier spezielle Rezepte, die ihr quasi freischalten könnt, wo ihr Sachen mit kombinieren könnt. Ihr habt natürlich ja, ihr könntet natürlich mehr als 15 Kombinationen machen. Das seht ihr ja, ne? Wenn ich jetzt hier noch was Zweites freigeschaltet habe, kann ich hier noch was anderes kombinieren. Es gibt aber Rezepte, die eine bestimmte Dings brauchen. Eine bestimmte Kombination von Ressourcen, um dann einen bestimmten Effekt freizusetzen. Na, ihr könnt ja später auch 4 Sachen freischalten. Ne? Die Sachen kann man freischalten, indem man quasi so Herausforderungen von der Lebensmittelhändlerin kriegt. Und ihr könnt ja hier mehr als nur 15 Rezepte kombinieren. Ihr könnt ja hier, was gibt es insgesamt? 25 Zutaten. Die Rezepte sind quasi die Dinger hier, wenn ihr da rankommt. Entweder findet ihr sie durch Glück heraus, ihr könnt sie googeln, oder ihr könnt sie natürlich auch quasi kaufen im Spiel. Müsst ihr halt so ein bisschen, aber da will ich euch nicht vorgreifen. So, diplomatische Situation ist auch hier wieder alles sehr klar. Euch mag nichts. Ihr habt hier keine Freunde. Euch mag hier überhaupt keiner. Ihr seid umringt von Bretonen. Ja, hier unten Bordeaux und Aquitaine, das sind so eure Hauptgegner. Das heißt, ihr holt euch natürlich hier als erstes Aquitaine und geht dann runter, holt euch Bordeaux. Bordeaux sitzt hier unten, wenn ihr alles täuscht. Ne, das ist Bocacassonne. Ja, man meint, Bordeaux sitzt hier oben. Bordeaux, genau. Bordeaux sitzt hier oben. Das sind eure Hauptgegner am Anfang. Und wenn ihr euch mit einem Breton prügelt, prügelt ihr euch früher oder lang mit einem Breton. Ihr habt hier überall Breton, ne? Hier ist Bastogne, hier ist Paravorn, hier unten sitzt Carcassonne. Also ich mag hier überhaupt niemand. Hier drüben die Elfen, die mögen euch auch nicht. So wie ihr mit denen Kontakt haben, könnt ihr darauf Gift nehmen, dass die Armeen rüberschippern werden lassen. Hier hinten die Waldelfen, könnt ihr euch abschminken, die werden euch höchstwahrscheinlich auch nicht mögen. Kommt drauf an, wenn ihr früh gegen Paravorn Krieg führt, könntet ihr auch bei den Waldelfen diplomatische Punkte sammeln. Zumindest bei Orion. Da Orion nämlich Paravorn nicht mag, könntet ihr eventuell euch mit Orion zufriedenstellen. Wenn ihr euch mit Orion zufriedenstellt, eventuell auch mit den anderen Waldelfen-Fraktionen hier. Wäre möglich. Muss man gucken, ob man es hinkriegt. Boah, sonst habt ihr hier oben noch ein paar Zwerge. Um die braucht ihr euch aber nicht kümmern. Die sterben immer, weil der gute Dotu hier hinten einfach hier hochgeht und die alle platt macht. Dann habt ihr hier hinten noch Zwerge, den Karak-Zifflin. Die werden meistens aber auch sterben durch den Vampir, der hier oben sitzt. Ne? Hier sitzt, da sitzt der Vampir, ein Schwarzsteinposten. Da werden die meistens sterben. Da müsst ihr gucken, so ein bisschen, wie ihr eure, ja, mit welchem Gesellen ihr euch quasi ins Bett legen wollt. Das große Problem ist, da ihr gegen Bretonen sehr viel kämpfen werdet, das es gar nicht vermeiden lässt, wird euch auch das Imperium nicht besonders mögen. Das Schöne am Imperium ist, es gibt hier so Bergpässe. Nur hier kommen die durch, weil sie nicht tunneln können. Sie können quasi nicht rüberkommen. Das heißt, wenn ihr den Bergpass hier hinten haltet... wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist er der hier, ne? Wo ist er denn? Ja, es ist auf jeden Fall hier. Hier ist eine Festung. Wenn ihr die Festung quasi habt und die Festung hier hinten habt, hier hinten, kann das Imperium, entweder muss es sich durch eure Festung durchprügeln oder es muss den ganzen Weg hier hinten rumgehen, um zu euch zu kommen. Das heißt, solltet ihr nur etwas defensiv haben wollen gegen das Imperium, gucken, ob ihr die Festungen irgendwie kriegt. Meistens werdet ihr die Festungen nur dann kriegen, wenn ihr mit Imperium Krieg wird. Aber das Imperium wird euch höchstwahrscheinlich auch den Krieg erklären. Das ist immer ein bisschen schwierig, müsst ihr gucken. Wenn euch das Imperium den Krieg erklärt, dann natürlich hier rein und versuchen, das platt zu machen. Aber dann, wenn ihr hier einmal im Imperium drin seid, dann kommt doch alles andere auf euch geschissen und mag euch nicht. Also, ihr seid hier leider
Egal in welche Richtung ihr geht, euch mag hier niemand und alles haut auf euch. Die einzigen Freunde, die euch machen können, quasi, sind die Vampire. Den könnt ihr euch versuchen anzufreunden, hier in Schwarzsteinposten und hier unten in Montfort, Mousselion, dass ihr euch mit den Vampiren anfreundet. Ihr könntet euch versuchen anzufreunden mit den Waldelfen. Das wird aber schwieriger werden, ehe man da wirklich irgendwie Schutzbündnisse bekommt. Das ist eher unwahrscheinlich. Ihr könntet euch hier unten mit der Ratte anfreunden, mit Ikket aus Gelbenpleit. Hier unten sitzt auch ein Tiermensch, mit dem man sich anfreunden könnte. Aber das sind alles sehr wackelige Kandidaten. Der blöde Zwerg, der hier oben sitzt, kommt auch gerne mal runter und will euch ärgern. Ja, wie gesagt, die Hochelfen von links, von oben kommen dann irgendwann die Bretonen runter, die ganzen legendären Lords. Hier oben kommt dann, wie heißt er? Der Franzose kommt von hier oben runter. Wie heißt der denn? Louis schießt mich tot. Ja, aus Carcassonne kommt, aus der Langueville hier oben, aus Couronne kommt er. Der Hampelmann kommt irgendwann runter. Hier unten, im Burg Carcassonne, die Herren des Sees. Das ist auch eine legendäre Bretonenfraktion. Die könnte auch hochkommen und euch aufs Maul geben. Es ist wirklich eine sehr schwere Kampagne, weil ihr wirklich keinen safen Punkt habt, wo ihr Gebiet aufbauen könnt, um halt irgendwie Wirtschaft zu machen oder so. Ihr habt halt nur diese eine Stadt hier mit dem lustigen Bonusgebäude hier für die Trollsteinbrüche. Aber ja, um an Gebiet ranzukommen und wirklich Geld zu machen, ist bei ihm halt echt nicht so einfach. Ihr seid halt mehr so eine Fraktion, die halt wirklich Geld macht durchs Kämpfen, durchs Ausrauben von Siedlungen, dann irgendwann vielleicht auch manchmal ins Negative geht. Und so Sachen müsst ihr halt so ein bisschen gucken. Ja, das ist so ein bisschen schwierig mit ihm. Das ist halt, ist einer der schwersten Orks, deswegen habe ich ihn auch als, ich würde zwar nicht sagen, dass ich deswegen als letztes gemacht habe, aber er taucht halt auch so in der letzten Reihe auf. Ist auf jeden Fall einer der schweren Orks und ist halt wirklich viel, ja, speichert, probiert aus, guckt, wie es läuft. Hier ist natürlich am allerwichtigsten, dass ihr das mit den Rezepten gut hinkriegt, dass ihr euch die Buffs gut holt. Da gibt es ein paar Buffs, die absolut broken sind. Eure Einheiten lächerlich stark machen, eure Goblins-Einheiten. Da schmeißt ihr euch dann weg, wie viel Damage die machen können. Guckt euch da ein bisschen durch. Aber sonst, keine einfache Kampagnenkarte, also keine einfache Ausgangslage. Solltet ihr irgendwann mal stabil sein? Stabil seid ihr wahrscheinlich hier unten, wenn ihr hier so die Waldelfen euch geholt habt und hier oben die Zwergensiedlungen besetzt habt und vielleicht hier die Bretonen platt gemacht habt und so Imperium im Schach haltet oder schon rüber nach Ulfum geschippert seid. Das wäre die andere Alternative, die ich euch lagen könnte. Ihr könntet auch sagen, okay, ich scheiß drauf. Ich gehe den Coinflip ein. Ich mache den Breton platt. Das würde ich euch immer empfehlen, ne? Aquitaine und Bordeaux platt machen. Nicht wundern. Macht den hier platt. Und dann geht er sofort rüber zu den Hochelfen. Ja, ihr baut euer Ork massiv aus. Versucht das so defensiv möglich auszubauen, wie es geht. Das heißt, hier Mauern rein. So schnell wie möglich upgraden, damit der gut und gerne auch mal eine Fullstack mit dem Ausfall platt machen kann ohne Probleme. Baut das hier quasi defensiv aus, euer Ork-Massiv. Aquitaine baut er dann eher nicht aus, baut dann Bordeaux, ist halt auch eine Hauptstadt, eher defensiv als Bollwerk aus und geht halt direkt rüber zu den Hochelfen. Ne, sedelt hier an. Hier oben ist wie heißt der? Nakari. Der Diener, also der Dämonenfürst des Slaanesh. Wenn ihr gegen die Hochelfen kämpft, wird der euch mögen. Das heißt, mit denen stellt ihr euch gut, ne? Nicht Angriffspakt, Schutzbündnis, militärischer Zugang und so weiter. Und dann quasi nutzt ihr hier Nakari oben als Schutzschild. Der blockt dann quasi hier ab und ihr erobert dann quasi hier die Außensachen. Und das Schöne ist, was ihr machen könnt, da ihr tunneln könnt, ihr könnt hier rüber tunneln. Ihr könnt einfach in den inneren Kreis tunneln und anfangen, hier im inneren Kreis Sachen zu erobern. Und der innere Kreis ist halt nur schwer zugänglich. Und zwar geht das nur über die Tore. Ne? Hier Phönix-Tor, Einhorn-Tor. Ihr kommt nur über diese Tore in den, also die gegnerische KI, die nicht tunneln kann, kommt halt nur über diese Tore hier rein. Das heißt, wenn ihr die Tore verteidigt, könnt ihr euch hier drin quasi ausbreiten und quasi die Hochelfen von innen quasi ihm die Wirtschaft wegnehmen und dann anfangen hier außen überall die Sachen zu erobern. Wenn ihr das macht, habt ihr zwei Freunde.
Jeder Dunkelelf wird euch mögen. Das heißt, ihr werdet hier viele Bündnisse mit den Dunkelelfen, nicht Angriffspakte und Co. bekommen. Nakari wird euch mögen. Hier oben die Chaos-Fraktionen werden euch höchstwahrscheinlich wohlgesonnen sein, weil die mögen die Hochelfen auch überhaupt nicht. Und die mögen auch nicht den Kampf gegen die Bretonen. Das kommt aber mit einem gewissen Risiko, weil ihr die Bretonen quasi groß werden lasst. Ja, Bretonen sind schwach im Early. Je mehr Zeit man Bretonen gibt, desto stärker werden sie, weil Bretonen absolute Kavalleriearmeen haben. Also alles, was gefährlich ist bei den Bretonen, besteht aus Kavallerie. Ja, wenn wir mal gucken, so diese normalen Bauern, das sind halt Werte, die machen eure Goblins im 1 gegen 1 fast platt. So müsst ihr euch das vorstellen, auch wenn er ein paar Buffs dabei hat. Das Gefährliche bei denen ist wirklich Kavallerie. Und je länger ihr sie quasi leben lässt, je größer ihr quasi hier oben den Koron-Typen werdet oder auch unten die Burg Carcassonne, da könnt ihr vielleicht Glück haben, dass die platt gemacht wird von der KI, aber der hier oben wird auf jeden Fall ausrasten. Der gute Franzose hier oben. Nicht gegen die Franzosen, aber er spricht halt schon sehr französisch. Einen sehr französischen Aspekt hat er dann doch schon. Dialekt. Leon Lyon-Coeur, jetzt wird der Name eingefallen. Genau, Leon Lyon-Coeur, wenn der halt groß wird, dann kann der halt richtig krasse Kavallerie machen und Kavallerie, also starke Kavallerie auf Breton, boah, das ist immer schwierig, die Kämpfe dagegen, weil die KI hat halt einfach eine höhere APM als ihr. Die kann halt alle 20 Einheiten gleichzeitig steuern. Und Breton-Kavallerie ist bitte nicht zu unterschätzen, das können sie wirklich gut. Ja. Da muss man immer ein bisschen gucken, ob man das Risiko eingehen möchte. Ist aber auf jeden Fall eine valide Strategie, die ich euch empfehlen kann. Welche ihr von den ganzen Vorschlägen jetzt annimmt, das sei euch überlassen. Probiert euch aus. Wie gesagt, sollte es euer erster Ork-Charakter, also eure erste Erfahrung mit den Orks sein, würde ich euch den nicht empfehlen. Dann würde ich euch Grimgorg absolut empfehlen. Grimgorg ist so der einsteigerfreundlichste Ork, wo man alle Mechaniken kennenlernt, die so Orks mit sich bringen und auch so ein bisschen den grundlegenden Spielstil empfiehlt. Solltet ihr aber schon ein, zwei Kampagnen gemacht haben, ein bisschen Erfahrung haben oder sagt, ihr wollt eine Herausforderung, dann kann euch Grom den Fettsack empfehlen. Wie gesagt, es ist nur die Herausforderung im Early bis Midgame. Danach ist das eh kein Problem mehr. Spätestens werden ihr bestimmte Rezepte freigeschaltet haben, dann werden eure Billo-Goblin-Einheiten nämlich einfach OP. Aber da wünsche ich euch fröhliches Experimentieren und Rausfummeln. Und dann war's das mit den Orks. Wir sind durch. Was wir nächstes Mal machen, Kessei oder Gruftkönige, das könnt ihr entscheiden. Wie gesagt, das ist Abstimmung, müsste mittlerweile drin sein und müsste mittlerweile eventuell auch schon ein Ergebnis haben, aber ich werde die Abstimmung quasi bis zum nächsten Dienstag, das ist der nächste Dienstag ist der 27. Dezember, werde ich die Abstimmung drinnen lassen und dann wird sich zeigen, ob wir mit Kassei oder den Gruftkönigen weitermachen. Gibt es einen Gleichstand wie letztes Mal, werde ich mir da eins rauspicken, dann nehme ich einfach einen Würfel und Würfel, weil Kassei und Gruftkönig habe ich beide Bock drauf, finde ich beide cool Fraktionen. Werden wir dann gucken. Wie gesagt, gebt eure Stimme ab und dann sehen wir uns entweder nächstes Mal bei Kassel oder Gruftkönig. Haut da rein und bis dann.